Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung, Alexander. Ja, wie du gesagt hast, also es geht heute um KI-Tools für die Literaturrecherche. Und ich habe inzwischen eine Menge davon ausprobiert und was ich dabei so herausgefunden habe, möchte ich heute kurz zeigen. Wir schauen uns ein paar von diesen Tools an. Man kann sagen, auch der Markt ist ziemlich groß, es gibt eine Menge Tools, aber im Prinzip sind die Features immer sehr ähnlich. Und die ähneln auch Features, die man von anderen KI-Werkzeugen kennt. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, automatische Zusammenfassungen zu generieren. Man kann Schlüsselinformationen aus Papers, aus Publikationen extrahieren. Zum Beispiel, welche Methoden angewandt worden sind oder welche Forschungslücken in den Papers genannt werden. Dann gibt es basierend auf den Inhalten Vorschläge zu verwandten Publikationen, also thematisch ähnlichen Publikationen. Und in vielen Fällen sind auch KI-Assistenten integriert, also diese sogenannten Co-Piloten, mit denen man dann auch chatten kann. Automatische Übersetzung, ja, ist ja fast schon selbstverständlich jetzt im Bereich von KI. Also je nachdem, ich kann das auf Deutsch eingeben, ich kann es auf Englisch eingeben, ich kann es mir auf Englisch ausgeben lassen oder auf Deutsch übersetzen lassen. Das geht in beide Richtungen. Und was jetzt nicht unbedingt ein Feature ist, aber ein großer Vorteil dieser Werkzeuge, das ist eine sehr intuitive Bedienung, also Stichwort Chat. Ich muss mich nicht mehr durch lange Masken einer erweiterten Suche durchklicken, sondern ich kann einfach den Chat fragen, was ich suche und auch noch ganz andere Dinge damit machen. Hier ist mal ein Überblick. Grün sind die Tools markiert, die kostenfrei zugänglich sind. Gelb sind die mit kostenfreien Basisfunktionen. Aber die Premium-Funktion muss man bezahlen. Und die rot markierten hier, die sind von vornherein kostenpflichtig. Wir schauen uns heute vier davon an. Und um das zu demonstrieren, habe ich eine Publikation aus der medizinischen Forschung gewählt. Warum Medizin? Das kann ich vorab schon mal sagen. Also die Suchergebnisse sind im Bereich Medizin, Naturwissenschaften und Technik bei englischsprachigen Publikationen deutlich besser als im Fall von Geistes- und Sozialwissenschaften mit deutschsprachigen Publikationen. Deswegen hier das Beispiel aus der Medizin. Das habe ich JLU Pub entnommen. Das ist das Volltextrepositorium der UB Gießen. Dort werden unter anderem auch die Doktorarbeiten veröffentlicht. Und diese hier habe ich gewählt, weil der Titel einen ziemlich eindeutigen Begriff enthält, nämlich Hericium erinaceus. Was ist das? Das ist ein Pilz. Und der sieht nicht nur ganz sonderbar aus, der heißt auf Deutsch Igelstachelbart oder Löwenmähne. Der hat, wie man unter anderem auch auf YouTube schnell herausfinden kann, eine große Fangemeinde und offenbar auch sehr viele gute Wirkungen. Den kann man dann auch essen und braten und ja, es heißt dann immer wieder, also may support cognitive function, also es hat eine positive Auswirkung auf die kognitive Leistungsfähigkeit und auf das Nervensystem. Und was man auch dem Abstract der Dissertation hier aus Gießen entnehmen kann, es ist auch interessant für die Alzheimer-Forschung. Also offenbar gibt es einen positiven Effekt. Ne? Also genau. Ja, das ist so heute unser Suchbeispiel. Unser Prompt, wenn Sie so wollen, kann Hericium erinaceus Alzheimer lindern oder heilen. Und ich starte jetzt mal mit Semantic Scholar. Das ist das erste KI-basierte Tool für die Literaturrecherche. Und das ist auch ein ganz wichtiges, nämlich die meisten Tools beziehen ihre Daten von Semantic Scholar. Das ist die Datenbasis für sehr viele Anwendungen. Semantic Scholar enthält laut eigenen Angaben 218 Millionen wissenschaftliche Publikationen. Was wichtig zu wissen ist, Herausgeber ist das Allen Institute for AI. Das ist eine gemeinnützige Organisation. Also die wollen dieses Wissen frei zugänglich machen. Gründer ist übrigens Paul Allen. Das ist der Mitgründer von Microsoft, der dann auch sein Geld für philanthropische Zwecke investiert hat, unter anderem dann auch in diese KI-Anwendung. Das ist kostenlos und ohne Registrierung nutzbar. Sie können auch die Daten runterladen, wie Sie wollen. Es ist multidisziplinär mit den Einschränkungen, die ich eben erwähnt habe. Und was auch wichtig ist, es gibt Partnerschaften mit Verlagen. Denn nicht immer kommt man an die Publikationen im Netz frei ran. Also man braucht auch schon um die Verlage, um an die Texte ranzukommen, um die auswerten zu können. Ich springe jetzt mal in den Browser
und habe hier auch schon bei Semantic Scholar mal Heritium erinaceus Alzheimer angegeben. Ich mache es mal ein bisschen größer. Es ist so Google nachempfunden. Na, man hat dann hier eine Trefferliste und wie man das von klassischen Werkzeugen kennt, kann ich hier filtern nach Datum, ob ein PDF verfügbar ist oder nicht. Na, es gibt Sortierkriterien wie Relevanz, Anzahl der Zitationen. Und der KI-Anteil ist hier zum Beispiel dieses Too long, didn't read, was ich unter jedem Eintrag finde. Also eine Kurzzusammenfassung. Dann bietet Semantic Scholar noch einen Semantic Reader. Und da hat man dann für die PDFs, die man mit dem Semantic Reader öffnet, hier so ein Skimming Assistant und der markiert einem dann schon gleich die Methoden, die dieser Assistent in der Studie ausgemacht hat, Ziele, die definiert werden und auch Ergebnisse. Ein anderes Tool ist Consensus und das bietet einen Assistenten, einen Co-Piloten. Das möchte ich mal kurz demonstrieren. Hier kann ich jetzt fragen, wie beim Chat. Ja, da kommen ja auch schon Vorschläge. Ich frage jetzt mal ganz naiv, auf Deutsch, kann Heritium erinaceus Alzheimer heilen? Und dann kommt wieder eine Liste. Was hier jetzt interessant ist, hier hat man nochmal so Badges, ne? Also was ist das für eine Studie, was für ein Studientyp? Wurden Tierversuche gemacht, dann gibt es noch ein Badge für viel zitierte Studien und dann hier noch so ein Study Snapshot, also da sieht man die Studienpopulation, die Größe des Samples, die Methoden, was herausgekommen ist. Und wenn ich dann hier noch das Synthesize-Häkchen setze, dann bekomme ich auf Ja-Nein-Fragen auch noch so, ja, also hier diese Balken, ne, mit Ja, vielleicht, Nein, ne, ist natürlich stark vereinfacht, ist klar. Und den Co-Pilot kann ich auch noch anschalten. Und dann kriege ich hier, jetzt ist es auf Deutsch, ne? Ich habe auf Deutsch gefragt, eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Erkenntnissen aus der Forschung mit den entsprechenden Referenzen auch. Alicit. Consensus kostet ungefähr 10 Euro im Monat. Alicit, also es gibt kostenfreie Basisfeatures. Alicit ist von vornherein kostenpflichtig und da frage ich jetzt auch mal, can Heritium erinaceus cure Alzheimer disease? Hier sind schon die Münzsymbole, ja, kostet 2 Münzen, also meine Credits gehen langsam aus. Das sieht man hier unten, ja. Also ich habe jetzt noch so 8000 Credits und je nachdem, was man damit macht, wird es halt teuer. Das sehen wir gleich auch noch an einem Beispiel. Und hier funktioniert das jetzt so, also ich habe hier erstmal eine Zusammenfassung der Forschung anhand von 8 ausgewählten Papers. Und dann habe ich hier diese Tabelle. Und da kann ich jetzt noch neue Spalten hinzufügen, zum Beispiel zur Methodik. Also ich habe ja das Paper links, in der Mitte ein Abstract und hier bekomme ich jetzt noch eine Spalte zur Methodik. Und da gibt es noch etliche andere, zum Beispiel auch Research Gaps bis hin zur verwendeten Software. Und wenn ich es noch genauer haben möchte, kann ich hier nochmal diese Dartscheibe anklicken. Das kostet jetzt wieder 250 Credits mehr, aber da wird das nochmal verbessert. Was ich auch machen kann, ich kann das mit meiner Zotero-Bibliothek verknüpfen. Das ist ein Literaturverwaltungsprogramm. Und wenn ich da bei Zotero Bibliotheken angelegt habe und die in einen Zotero-Account habe, kann ich die direkt hier importieren und dann weiter auswerten. Ne, nach den Möglichkeiten, die wir gesehen haben, ne, mit dieser tabellarischen Auswertung. Ein weiteres Tool, das ich zeigen wollte, ist ScienceOS. Das hat einen starken Fokus auf diese, sag ich mal, Chat, auf dieses Chat-Interface. Und was man hier schön sehen kann, ich kann auch ein PDF hochladen.
Und ich nehme jetzt mal die Dissertation, die Gießener Dissertation, habe das PDF runtergeladen und lade das jetzt hier hoch. Ja, und dann fragt er mich, was sollen wir jetzt damit machen? Dann sage ich, ja, what are the key findings of the paper? Dann wird jetzt gearbeitet. Ja, und dann kommt hier eine Zusammenfassung, ebenfalls auch, was ich besonders schön finde, mit Referenzen, die dann auch markiert sind. Ne? Also das ist jetzt das PDF, der springt dann zu der entsprechenden Seite und markiert dann die Fundstelle. Und jetzt zum Schluss noch ein Beispiel, das nennt sich Research Rabbit. Das ist ein anderer Ansatz, und zwar werden hier die Suchergebnisse in einem Graphen visualisiert. Also ich habe jetzt hier mal einige Publikationen zu dem Thema importiert, und dann kann ich hier zum Beispiel Earlier Work anklicken und dann bekomme ich hier einen schon ziemlich großen Graphen ausgegeben, wo ich dann eben sehen kann, welche Arbeit zitiert, welche Arbeit, wo sind da die Bezüge. Das kann ich auch mit Later Work machen, dann sehe ich, wie die Arbeit rezipiert wurde, oder mit Similar Work, aber da habe ich hier schon 2000 Knoten, weil das eben hier in dem Fall ein sehr großes Thema ist. Ja, das war jetzt ein super Schnelldurchlauf. Ich komme dann auch schon zum Fazit. Was ich schon gesagt habe, die Qualität und auch was man machen kann, die Funktionalität, die hängt sehr stark davon ab, was es für eine Fachrichtung ist und in welcher Sprache die Publikationen vorliegen. Die Datenbasis ist fast überall Semantic Scholar, das muss man wissen. Das ist ja nicht schlecht, aber man muss halt wissen, worauf sie sich beziehen. Problematisch sind Artikel hinter der Paywall. Das habe ich jetzt schon bei einigen Verlagen gesehen. Die kommen dann gar nicht vor oder werden nicht richtig in der Tiefe ausgewertet. Meistens sind nur Basisfunktionen frei. Das heißt, es kostet. Und aktuell gibt es dafür noch keine Campus-Lizenz hier an der JLU. Und mir ist auch noch nicht bekannt, dass es das an anderen Universitäten gibt. Vielleicht wird das irgendwann kommen. Aber klar, damit sind Kosten verbunden. Die Funktionalität, die ist häufig sehr ähnlich. Vielleicht ist es ein bisschen Geschmackssache, wofür man sich entscheidet. Man muss es einfach mal für die eigene Fachrichtung ausprobieren. Und das natürlich auch immer kritisch. Ja, auch nochmal die klassische Literatursuche bemühen, Literaturdatenbanken und dann vergleichen. Und so schätze ich es aktuell auch ein. Es ist eher eine Ergänzung zu klassischen Suchinstrumenten mit einem gigantischen Potenzial. Aber ja, wie die Qualität der Ergebnisse sind, das müsste man vielleicht auch erst nochmal in systematischen Studien herausfinden. Ja, also das kann aber jeder für sich selbst machen, indem man das mal in seinem Spezialgebiet, wo er sich hundertprozentig auskennt, mal macht, so eine Testrecherche. Und dann wird man ja sehen, was die Ergebnisse so taugen. Ja, in diesem Sinne viel Erfolg bei der Literatursuche mit oder ohne KI. Das war's von meiner Seite.